Hier siehst du ein Ganzes, nämlich einen ganzen Kreis. Und dieses Ganze ist unterteilt in fünf Teile. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt weißt du ja wahrscheinlich schon, dass wenn du dir jetzt hier einen Teil davon aussuchen würdest, ich nehme jetzt mal das hier, und das einfach so ein bisschen ausschraffierst, dann kann man dieses ausschraffierte Teil auch darstellen als einen Bruch. Und zwar kann man dann sagen, ein Fünftel, weil du hast dir einen Teil ausgesucht von all den fünf Teilen hier. Okay, soweit so gut. Bisher haben dir Brüche vielleicht nur dabei geholfen, wenn es um Formen ging, also zum Beispiel um Kreise oder Vierecke. Und heute möchte ich dir zeigen, dass du dir genau die gleiche Idee von einem Bruch auch benutzen kannst auf einem Zahlenstrahl. Also, lass mich am besten erstmal einen Zahlenstrahl aufmalen. Ich mache das mal eben freihand und hoffe einfach mal, dass ich dann einigermaßen geraden Zahlenstrahl hinkriege. Ja, das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Okay, bis hier muss erstmal reichen. Sagen wir doch mal, der Zahlenstrahl fängt hier bei 0 an. Und dann wäre hier vielleicht die 1. Und hier wäre vielleicht die 2. Und du könntest natürlich jetzt immer weitermachen und 3, 4, 5, so weit wie du möchtest. Aber so viel brauchen wir jetzt hier gar nicht. So, was ich jetzt machen kann, ist das Folgende. Ich unterteile jetzt die Strecke von 0 bis 1. Auch in fünf Teile, so wie es auch bei dem Kreis geschehen ist, der ist ja auch in fünf Teile geteilt worden. So, ich mache das jetzt auch mal hier mit einfach nur mit bloßem Auge. Vielleicht wäre hier der erste, dann wäre hier der zweite, dritte, vierte. Nee, das passt nicht. Also vielleicht ein bisschen weniger. Hier vielleicht einer, hier einer, hier einer. Oder sieht gut aus. Jetzt habe ich hier eins, zwei, drei, vier, fünf gleich große Teile. Also fünf gleich große Strecken sozusagen, die ich zurücklegen kann, um von 0 bis 1 zu kommen. Und jetzt habe ich eine ganz besondere Frage an dich. Wie würdest du denn diese Zahl hier nennen, die ich jetzt hier nochmal so ein bisschen mit Rot hervorhebe? Welche Zahl würdest du sagen, ist das? Ich würde sagen, ich würde die gleiche Idee benutzen wie hier oben. Und zwar würde ich einfach einen Bruch benutzen. Es gibt fünf Teile oder Teilstrecken bis zur 1. Und von diesen fünf Teilstrecken habe ich bisher eine zurückgelegt sozusagen. Also ich bin von hier nach hier gelaufen. Also war das eine von fünf Teilstrecken. Deswegen würde ich sagen, ist die Zahl hier einfach ein Fünftel. Und das scheint auch irgendwie Sinn zu machen, oder? Die Zahl muss ja etwas dichter an 0 dran sein als an 1. Weil der Strich ist ja auch irgendwie dichter an 0 dran als an 1. Und welche Zahl wäre dann dieser zweite Strich hier? Ich würde sagen, wieder, das sind ja immer noch fünf gleich große Teile, also bin ich jetzt eins, zwei von diesen fünf Teilen schon gelaufen, also zwei Fünftel. Und so kann ich jetzt immer weitermachen. Das hier wäre dann drei Fünftel und dann kommt natürlich auch noch vier Fünftel. Vier, Fünfte und dann bist du bei 1. Oder wenn du möchtest, könntest du ja jetzt sogar sagen, okay, jetzt gehe ich aber das fünfte Fünftel gehe ich ja eigentlich auch noch. Also eigentlich könnte ich doch hier genauso gut hinschreiben, 5 durch 5. 5 Fünftel. Und da hast du vollkommen recht. 5 Fünftel ist ja eben ein Ganzes. Also, vielleicht nochmal, um das Bild dich nochmal zu machen. Wenn ich jetzt hier nicht nur ein Teil auswähle, sondern alle fünf und die alle fünf ausmale, dann habe ich ja offensichtlich halt den ganzen Kreis ausgemalt, weil ich jedes seiner fünf gleich großen Teile ausgemalt habe. Das heißt, dann wäre es jetzt nicht mehr ein Fünftel, sondern fünf Fünftel. Fünf Fünftel. Und fünf Fünftel ist natürlich genau das gleiche wie eins. Oder anders gesagt, fünf Fünftel ist natürlich ein Ganzes.